Ja, hier komme ich nicht so leicht durch. So viel zu tun. Hier ist so. Oh, und da den Überblick zu behalten, ne? Uffi, uffi. Das überfordert mich alles. Merkt man gar nicht, ich weiß. Ich kann sowas ganz toll verstecken. Vielleicht sollte ich doch in die andere Mine gehen. Ich glaube, das ist effizienter, was Farming angeht. Lass nicht mein Jahr rum. Ich kann mir auch. Ich weiß einfach nicht, was passieren soll, wenn Jahr um ist. Da habe ich doch alles dann gemacht, oder nicht? Was kommt denn da alles? Ich habe das Gefühl, ich habe jetzt schon mehr erlebt als, keine Ahnung, in jedem anderen Farming-Spiel. Zusammen. Ich gehe in die andere Mine. Das, ich glaube, das ist effizienter. Ja, ja, ja. Geld ist schön und gut. Aber ich glaube, mehr ist mehr. Lieber mehr weniger, als weniger viel. Ja. Das hat absolut Sinn gemacht. Okay. Ich weiß auch gar nicht, wann die ganzen Feldfrüchte noch kommen sollen. Oh nein, mein Fingernagel ist eingerissen. Und viel weniger, das klingt nicht gut. Also viel weniger klingt nicht. Nee. Hallo Freunde. Tschüss Freunde. Dann lieber wenig vieles. Nee, viel wenig. Viel weniges. Ja. Viel weniges. Lieber viel von dem, was weniger Geld gibt. Weil weniges, was viel Geld gibt, ist zu anstrengend. Das kommt befriedigender rüber. So. Außerdem sind die Mobs hier nicht so, dass ich sie am liebsten rauscheaten würde. Ein wenig mehr hätte ich schon erwartet. Ich auch. Aber ich krieg's auch nicht. Also, weißt du, wir alle müssen damit leben, dass unsere Erwartungen nicht erfüllt werden. So. Hallo? Don't mind and read. Au! Wenigstens mal nicht so viel Schaden. Wo kann ich das Diagramm nachgucken? Dominik! Hole die Tafel! Oh mein Gott, noch mehr Kisten bitte. Tafel Schokolade. Ja. Anforderungsformular. Jetzt sei nicht so schwierig. Du bist doch keine deutsche Behörde. Oh. Das war natürlich genau das, was ich wollte. Ich glaube, ich sollte mich echt mal um Einrichtungen im Haus kümmern. So, schön. Hallo Konrad. Ich habe ihn so vermisst, deswegen wollte ich hier noch mal reingehen, weißt du?
Weil der ist schon echt ein guten und so. Sein eigenes Stempelset in der Weste? Okay. Boah, so ein richtiges Detektivspiel wäre auch mal wieder schön, ne? Boah, Conway. Wirklich. Conway vermisse ich auch. Allein dieses, dass du im Rollstuhl saßt und das irgendwie, das war was ganz anderes dadurch. Ich weiß auch nicht. Und die Rampe war schön. Da, wo man so hochge... und dann sich runterrollen lassen konnte, das war schön. Ich mag, wenn Entwickler sowas machen, was man nicht so gewöhnt ist. Und das halt auch so, nicht nur einfach so machen, sondern auch einbinden. This is a Conway Ticket to Hell. So, keine Ahnung, war das eine Spiel da... man war da blind, oder? Da dieses Top-Down-Spiel, wo man zuhören musste. Ja, Anubis, es geht auch nicht um im echten Leben. Es ging im Spiel. Aber ja. Ja. Ich finde auch, keine Ahnung, in zum Beispiel Cyberpunk Autounfälle finde ich da lustig. Im echten Leben finde ich die nicht so lustig. Metal Gear Solid 5. Taktische Sneaky Peaky finde ich nicht gut. Okay, Anker reicht. Schlag und Missy träumen, was schön ist. Auch viel seltener in der Mine, als man denkt. Kannst ja noch duschen gehen. Du hättest auch duschen gehen können, wenn ich nicht mehr streame, hä? Also, oder kannst du nur duschen unter der Prämisse, dass der Stream läuft? Ich habe Fragen. Im Stream aufploppt, da ploppt nichts auf. Ich habe keinen Bildschirm abcatchen. Ich habe ein PC-Setup. Ich habe nur Game Catch-up. Keine Sorge. Aua! Also habe ich den Streamer-Modus an. Also. Oh, jetzt kommt schon. Ebene, wie viel sind wir? 20 und... Ja, das schaffen wir diesmal. Sehr gut. Tap, 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 tap. So viel Damage können die mir eigentlich gar nicht mehr machen. Glaube ich. Hoffe ich. Die Boas A nicht.
Schön. Also Topaz kommt echt erst spät, ne? Dieses Kackding, echt, ich hasse es. Vor allem, es fliegt ja nicht mal immer auf mich. Es ist unkoordiniert. Es fliegt random. Aber manchmal hat es ein Zielfernrohr drauf. Also ein Such, also Zielsuch. Also ihr wisst schon. Schnieper. Neben dich. Die Raketen, die einem hinterherfliegen. Die meine ich. Na. Viel Erfolg, Batman, da. So. Und dann ist das auch die letzte Ebene. Ja, ja, wir gehen ja gleich nach Hause. Also eigentlich nicht, weil... Taxi ist lustiger. Hä? Du hast schon... Nee, nee, der cheatet. Leute, es reicht mir jetzt mit euch beiden, ja? Es reicht mir jetzt wirklich. Rucola. Ja, zielsuchender Rucola. Das, ja. Ja, ja. Den meinte ich. Kohle ist auch wichtig. Aber das brauchen wir mal für Barren. Oh, na, da geht's halt. So. Also. Es regnet sehr gut. Aber ich meine, es ist auch Herbst, ne? Let's go. Gehen wir einfach rüber. Glaube ich. Und dann... Nee, oh Gott. Das, dieser Automatismus. Boah, geil, 5 Stunden gespart. Ja. Ja, hier ist es ja nicht mal so schlimm. Bei Stardew Valley war es ja auch irgendwann okay. Durch die Sprinkler. Warte, zählt der Regen hier auch? Oh, der Regen. Der zählt hier auch. Was bin ich überhaupt hier? Ich wollte zu den Tieren natürlich. Natürlich. Also, ihr braucht frische Luft. Da, ihr müsst halt in den Regen gehen. Hier, los jetzt. Geht. Diese schönen Wetterfeen-Tiere. Ich hätte gern hier einen Porter. Aber...
Weil hier der Weg, ich glaube, ganz ehrlich, ich könnte fast normal laufen und wäre schneller. Als den Weg noch zu gehen. Hm. Will ich nach Heim? Ja. Soweit es schon geswitcht ist, sehr gut. Ich könnte den Kescher endlich mal kaufen. Dann könnte ich Gurke essen. Ich habe nicht genug Verkaufszeug. Hallo, ja, ich hätte gern den Kescher. Sehr gut. Ich habe einen Frosttrank. Jetzt geht's da aber. Let's go. Hä? Holzwurzling. Oh! Hey. Da. Schlops hackt. Was ist das denn? Ach, stimmt, ist ja jetzt Herbst. Viel Spaß im Lurk und gute Nacht später. Kapstachelbeere, okay. Ich sehe. Das war gemein, da konnte ich nicht hin. Ach, komm schon. Komm. Jetzt, also. Nein. Aber ich brauche die für die blöden Tränke, weil die geben Muschelstücke. Das ist halt so durchdacht von den Entwicklern. Du bekommst eigentlich gefühlt immer das, was du brauchst. Das ist nicht so, oh ja, aber wenn ich in das Kältegebiet will, dann muss ich erstmal in das Gebiet, um dann die Sachen zu farmen, um dann das zu machen, um dann da überhaupt hinzukommen. Nee, die wissen, Kältetrank brauchst du hier. Oh nein, es gibt Schneeflocken. Ich nehme alles zurück. Die geben gar keine Muschelstücke. Ich nehme alles zurück. Die Entwickler sind doch gemein. Ein Schlammling. Okay, meine Axt ist nicht stark genug. Ach so, das sind nochmal andere Bäume, okay. So fies die Entwickler. Ja! Ich brauche Muschelstücke. Was weiß ich denn, wofür ich Schneeflocken brauche? Ich habe gar. Ich glaube, ich kann die noch gar nicht ausquetschen, die ganzen Tierchen, ne? Das klingt immer so gemein. Ist vielleicht auch ein bisschen gemein. Okay, wir brauchen Schnecken oder Krabben. Die wird es ja wohl bei dem Wetter geben, oder? Du bist hübsch. Heide, Libelle. Heide, Witzka. Okay. Wir gehen an den Strand. Ich glaube, da gibt es am ehesten Getür. Die Schnecken wollen ja nicht. Gut, es gibt... Oh, boah, nee.
Schnecken oder Krabben. Schnecken oder Krabben. Oh. Schnecken und Krabben. Iponia mal. Ja. Mit Spot. Glaube ich echt die einzige Szene, die ich kenne. Und die ich am liebsten nicht kennen würde. Eine Schnecke am Strand. Gut. Danke. Okay, jetzt können wir wieder ein paar Tränke machen. Boah, das ist so schön hier. Das ist wirklich schön. Ich habe ja erst gesagt, so, ja, ich weiß nicht, weil Palia und Faith haben so vom Stil her gar nicht so meins sind. Ich nehme es hier zurück. Ich habe das irgendwie anders in Erinnerung gehabt vom Trailer. Weg. Fertig. Wie viel von den Dingern habe ich noch? Oh, die Sporenessenz ist tatsächlich mein Problem. Ja, super. Ja, gut. Ja, sehr fein. Doof rüber. Ja, 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 genau das. Weil die ich habe gar nicht so richtig auf die Welt geachtet, weil die Figuren so schrecklich aussahen. Für mich. Aber hier ist Süßi. Sporenkraut. Danke für den Follow, Luisa. Dankeschön. Ach ja, ich bin gut trank. Ne? Upsi. Das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Das wollte ich schon. Sporenkraut. Ich brauche mehr Sporenkraut. Das Gute dran ist, hier sind die Statuen noch nicht. Aggressiv. Da halten die sich noch im Zaum. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt die nächste Dings besser ist. Immer noch ist. Nope. Okay. Und Schluss damit. Sehr gut. Oh nein, da gibt es gar kein Gras. Ich muss. Ich meine, das sollte auch erstmal reichen, oder? Hört auf, mich zu fressen. Sonst fresse ich mal zurück. Dann können wir ja gucken, wer den größeren Hunger hat. Ich glaube, das reicht. Wir gehen zurück. Und dann mache ich die Tränke schon mal. Ähm.
Yep. Und dann gucken wir, wie lange die Pflanzen noch brauchen. Das waren nicht viele Muschelstücke. Hunger Games, ja. Auf jeden Fall. Ich gewinne. Gut. Einen habe ich ja noch. Das reicht ja, um zu dem Typen zu gehen. Aber da müssen wir nur kurz abgeben. Ich habe tatsächlich, glaube ich, nur einen geguckt oder so. Ich weiß gar nicht, ob ich den zu Ende geguckt habe. Ich habe noch nicht genug Geld. Das reicht noch nicht. Ich würde echt gern stacken dürfen. Oder zumindest den Stapel verschieben können. Und die sagen dann, ja gut, netter Versuch, aber du musst, also wir legen die für dich in die richtige Reihenfolge. Also splitten die für dich auf. So. Na gut, die Bücher kenne ich nicht. Aber ist generell nicht so meins gewesen. Ich habe das Gefühl, das reicht auch nicht. Aber ist ja egal. Wir haben ja auch gar nicht so oft was zu verkaufen. Kann man das ja nach und nach machen. Außerdem sieht es hübsch aus. Ups, wollte ich nicht. Das ist voll schön, wenn das so neblig ist. Ob ich Kürbisse schnitzen darf? Was ist das? Ist das eine ganz normale Rübe? Was soll das? Wieder wegräumt, ja, ja. Vor allem, die müssen ja was wiegen, ne? Und ich habe die einfach immer in meinem Inventar. Ich kann mehr tragen, als Verkaufstische fassen können. Und zwar 5. Also ein doppelter und 4 normale. Ich meine, also entweder sind die Verkaufstische echt so pff, oder ich bin echt krass. Einen Tag noch. Ich glaube schon stramme Waden, ja. Und die Flügel, die helfen ja auch immer ein bisschen. Ups. Weil eigentlich könnten wir fliegen, es ist einfach nur, wir haben zu viel Gewicht dabei. Und die Steine wiegen halt auch was. Wie spät ist es? Okay, ich mache jetzt was Unverzeihliches. Guckt weg. Ich gehe jetzt schlafen. Obwohl es früh ist. Ich muss morgen zum Zahnarzt. Und danach müssen wir uns auch endlich mal wieder um Namaschal und Pyria kümmern, ne? Gibt's eigentlich inzwischen mehr? Nee, ne. Nee, schade. Ich dachte, da kamen welche dazu.
Wie ich mit dem Fleisch. Ich weiß nicht, wie das entstanden ist. Ich weiß nicht, wie das mit Argyle entstanden ist. Keine Ahnung. Es ist einfach so passiert. Und dann stand da flirten. Liegst du denn nicht? Tue ich doch mit Taschen. Genau so. So, jetzt müssten die ja fertig sein, oder? Weil das war unfair. Die waren halt schon 10-mal fertig, aber dann hat es einfach, also hat einfach die Jahreszeit gewechselt. Manchmal muss man ja nur winken. Das stimmt. So. Pliege. Oh Gott sei Dank. Gut, dass ich noch... Das war unser Anfangsfeld. Es hätte genau eine gefehlt. Ich glaube, sie sind 10 Kinder. Es ist einfach so passiert. Ich bin gestolpert. Wir kommen zurück. Endlich stinkst du nicht mehr. Entschuldigung. Ach, stimmt. Und was hast du über die Art von Feenpflanzen gelernt, Bauernkollegin? Wenn Pflanzen reifen, verwandelt sich Erfahrung in Weisheit. Denke bei deinem zukünftigen Anbau darüber nach. Klar. Natürlich. Ja, Weltmann, du hast ein bisschen gemüffelt vorhin, ja? Also, wir wollten ja nichts sagen. Aber war gut, dass du geduscht hast. Also. Wie viele von den Rübens habe ich? Okay, ich darf eins machen. Nee, ich darf zwei machen, weil ich ja schon eine abgegeben habe. Ja, dann gehen wir da hin, ne? Let's go. Let's go. Was sind denn Kratzbeeren? Gibt es die echt? Gestern war ja auch ein Scherz. So. Herr Süßi-Büßi? Nee, da war er nicht. Wir müssen noch da lang. Duftbäumchen umzuhängen. Nee, das reicht jetzt. Also, ist nicht mehr nötig. Alles gut. Tada! Du bist hier. Ich kann es kaum glauben. Täuschen mich denn meine Augen? Du hast alles mitgebracht, was ich brauche. Ich bedauere sehr, dass ich dieses Chaos angerichtet habe. Ich hatte ja keine Ahnung, dass meine schlechte Laune auch auf andere abfärbt. Vielen Dank, aber bevor wir uns trennen, dürfen wir uns Freunde nennen. Ich bin Grell. Dein Name ist sehr originell. Du wirst sicher Nein sagen, aber würdest dir etwas ausmachen, morgen wiederzukommen? Ich werde etwas Zeit brauchen, um alles vorzubereiten. Aber es wäre mir eine große Ehre, wenn wir eine Mahlzeit teilen würden. Wunderbar. Morgen werden wir also zusammen speisen. Dann kann ich dir auch mit diesem Schneesturm helfen. Irgendwie, Grell ist ein bisschen wie Fisselchen. Auch flauschig und gibt uns immer Essen. Entfernte Verwandte von Gummibären? Weiß, wer immer deine Deko von den Tischen klaut. Wow. Nee. Ernte Frostdistel. Wie denn? Ich dachte doch noch gar nicht. Es gibt doch gar keine Frostdisteln hier. Frostfussel. Siehst du, und deswegen passt zu Fisselchen. Dekorativer Baum. Tanni? Plumps. Oh, hier ist Mulch. Hier Mulch.
Schneeballschlacht ist angesagt. Oh, süß. Wo bin ich gerade? Ah, hier. Ich müsste noch mal... Mujane. Eine rote Rübe. Sehr gut. Dann machen wir die roten Rüben zusammen. Also zusammen, nicht zusammen. 1, 2, 3, 4. In der Zeit, wo das so macht, gehen wir rüber, pflanzen die anderen Samen ein. Bergkristall und Amethyst. Amethyst. Den Amethyst, den habe ich gar nicht mehr. Der ist zu wenig wert. Der Amethyst. Den wollte ich gestern die ganze Zeit. Jetzt ist der schon wieder abgeschrieben. Pff. Falsch. Ja, jetzt ist also... Nee. Amethyst. Hallo, Leute. Juhu-ha. Was denn für sich? Er ist halt auch lieb gewesen. Ich mag Grell. Grell war der Beste bisher. Bitte nicht weinen. Bevor ihr weint, geht einfach raus. Tschüss. So. Dann müssen jetzt die anderen Samen fertig sein. Ich hab Hunger, Leute. Ich hab echt Hunger. Richtig Hunger. Von beiden wird man rausgeschickt. Ja. Hier wird nicht geheult. Ist ja dann noch gar nicht fertig. Du kannst zu Hause heulen. Du bist denn immer eingesperrt. Nee, das machen wir hier so nicht. So drastisch sind wir dann auch nicht. Wir sind zwar nicht so nett, aber so schlimm sind wir dann auch nicht. Glaube ich. Oh, Läuse, Chantal, ja. Ja. So. War ein guter Film. Oh, hallo. Heiratsantrag. Naja, okay. Hallo. Dein Antrag wird angenommen, aber eine Heirat ist eine echte Verpflichtung. Du kannst nur mit 1 Person verheiratet sein. Alle anderen Beziehungen, die du führst, werden unterbrochen. Einen Antrag machen. Was ist denn los? Hast du etwas auf dem Herzen? Nimm mich nicht auf den Arm. Das klingt fast so, als würdest du mir einen Antrag machen. Wirklich? Ganz ehrlich? Verflixt. Hätte ich das gewusst, hätte ich ein paar Worte vorbereitet. Oder einen Ring. Oder ein Verlobungsgeschenk. Oder... Ach, vergiss es. Alles, was ich dazu sagen kann, ist... Ich danke dir. Du hast mich zum glücklichsten Mann in ganz Azoria gemacht. Ich dachte, du bist kein Mann, sondern eine Fee. Naja, dann lautet meine Antwort... Ja, ich würde dir liebend gern meine ewige Liebe versprechen. Na also! Du hast dich mit Namaschall verlobt. Glückwunsch! Du solltest mit Bürgermeisterin Merit sprechen. Und 10.000 Geld... zahlen, damit sie mit der Hochzeitsplanung beginnen kann. Warum muss ich die zahlen? Jetzt müssen wir eine Hochzeit planen, nicht wahr? Könntest du mit Bürgermeisterin Merit die Vorbereitung besprechen? Ich dachte, deine Eltern sind reich. Oh.
Ihr kommt perfekt zu unserer Verlobung. Ich habe mich gerade verlobt. Dankeschön für den Raid, Tobi. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Herzlich willkommen, liebe Raider. Hallo Pommes, hallo Golli, hallo Pharao. Hallo Edcom. Da kommen wir gerade recht. Ja, 10.000. Jetzt weiß ich auch warum. Ihr wollt alle auch was essen, ne? Gut. Hallo Drachenritado, Hansai. Hallo Stoneman, hallo Psamtik. Glückwunsch zur Verlobung. Danke, danke, danke. Hallo Solrain, hallo Anu. Und Teller durchs Wohnzimmer werfen. Aber ich will ihn nicht sauber machen. Das ist übrigens mein Verlobter jetzt, ja? Herzlichen Glückwunsch. Danke, danke. Ich muss nur kurz 10.000 zahlen, ja? Die wohnt hier, ne? Danke, danke. Was gab's Schönes bei euch? Was habt ihr Schönes gemacht? Ihr habt euch bestimmt nicht verlobt und 10.000 dafür gezahlt. Gibt Maistorte. Nein, wir machen auch Unmais. Tropico 6. Hattet ihr schöne Umweltkatastrophen? Okay. Was könnte Azoria, einen König oder eine Königin gehabt haben? Vielleicht. Der Marquis glaubt jedenfalls, dass er ein Adliger ist. Unsere Liebe nur für El-Präsidente. Sehr gut. Mit dem Volk verlobt. Hast du dich eingeschleimt, ja? Hochzeitsgebühr zahlen. Oh mein Gott, 10.000. Herzlichen Glückwunsch zu deiner Verlobung. Doch bevor wir zum spaßigen Teil der Hochzeitsplanung kommen, müssen wir zuerst die Kosten regeln. Es wurde schon abgezogen. Vielen Dank für die Bezahlung. Okay, jetzt kommt der spaßige Teil. Wähle dein Outfit aus. Kleid. Ja. Eine ausgezeichnete Wahl. Du hast also dieses Hochzeitsoutfit gewählt? Hochzeitskleid? Ja. Okay, wie es aussieht, ist alles bereit. Die Hochzeit ist für Donnerstag... Nee, Donnerstag, Herbst, 5 geplant. Morgen! Die AKWs direkt am Ufer stehen noch. Sehr gut. ja, ihr kommt perfekt zur Hochzeit.